Julius Brink hat sich 2012 in London seinen sportlichen Traum erfüllt. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Jonas Reckermann wurde er Olympiasieger im Beachvolleyball und damit in ganz Deutschland bekannt. 2014 musste er seine Laufbahn beenden und ist seitdem im Businessbereich tätig. Was viele nicht wissen, Julius Brink leidet seit seiner Jugend unter Schuppenflechte. Im Health-TV-Interview spricht er über seine Krankheit und seine Karriere. Insgesamt war diese ganze olympische Reise jetzt natürlich so ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Ich durfte letztendlich in meiner Karriere zweimal Olympische Spiele erleben. Einmal war es ein sportliches Desaster, aber eine Traumerfüllung, dabei zu sein. Und beim zweiten Mal wollte ich dann sportlich mehr erreichen. Aber ich glaube, das, was im ersten Fall nicht eingetreten ist, waren wir beim zweiten Mal, also in London, auch so ein bisschen haben wir übers Ziel hinausgeschossen. Also der Traum, so eine olympische Medaille mal zu gewinnen, dann am Ende das mit Gold abzuschließen, das war schon einmalig. Und dann ging eigentlich eine Zeit weiter in den Wochen danach, hat die so ein bisschen wie so ein Flow. Also wir sind wieder auf so einer Welle geritten und dann natürlich auch mit dem ganzen medialen Hype, der jetzt ja immer noch so ein bisschen abebbt, aber jetzt kurz vor Tokio stehend ja dann auch irgendwann zum Ende kommt, weil Olympische Spiele eben weitergehen. Aber für mich immer wieder schön, darüber zu sprechen und darauf zurückzublicken. Ich musste mir eigentlich alles, was so im Sport damit zu tun hat, schon eher hart erarbeiten. Also ich bin 1,86 Meter groß, das ist für Hallenvolleyball gar nichts und für Beachvolleyball ein bisschen mehr, aber reicht da auch selten für die absolute Weltspitze. Und ich bin ja über Hallenvolleyball zum Sport gekommen und habe dann da mit so 16, 17 irgendwann dann auch gespürt, dass das für mich schwieriger wird, mich nach oben hin zu strecken und vor allem dann dort vielleicht mal in einer Bundesligamannschaft irgendwie Fuß zu fassen. Und in so einer Karriere müssen dann sicherlich auch ein paar Dinge zusammenkommen. Es war 2000, dass eben die erste olympische Bronzemedaille gewonnen wurde von Arman Hager, also im Beachvolleyball, und damit die Sportart auch ein bisschen publik wurde in Deutschland und sich eine deutsche Serie entwickelte, und dort durfte ich dann eben mitmachen, damals als Junior noch, und konnte an Juniorenhöhepunkt teilnehmen. Und dann ja, ist wie so ein Stern für mich aufgegangen, und Beachvolleyball passte dann sicherlich auch eher so zu meinem Spielerprofil. Also ich war immer schon eher Allrounder als Individualist, und das passt fürs Beachvolleyball dann wie die Faust aufs Auge. Ja, also ich habe jetzt letztendlich so 12, 13 Jahre absoluten Leistungssport betrieben und bin dafür, wenn man einen Schlussstrich zieht, dann doch ganz gut dabei weggekommen. Also ich kann mich jetzt eigentlich körperlich im normalen Leben gut bewegen. Ich war nie der flexibelste oder gelenkigste Typ und bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt einfach Sport noch aus ganz normalen Gründen in meinen Alltag integrieren kann. Sieht ja bei vielen Leistungssportlern auch anders aus. Viele Fußballer, die vielleicht auch mehr verdienen können, haben dann aber auch höhere Einbußen und dann am Ende auch weniger Lebensqualität. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich das in so einer Balance halte. Also jetzt mit meinen Kindern noch mal Fußball zu spielen, das war für mich immer ein Bild, was für mich auch wichtig war und wo ich dann nicht bereit war, mehr quasi von meinem Körper zu verlangen. Ich hatte letztendlich kleinste Verletzungen, hatte mal einen Meniskusriss im Knie oder jetzt mal eine Einblutung, weil ich auf die Schulter gefallen bin. Das gehört zum Beachvolleyball-Leben irgendwo dazu. Da kommt keiner ganz sauber raus. Was für mich dann schon letztendlich mit Auslöser war ein Labrumriss in der Hüfte, also ein Meniskusriss, aber eben in der Hüfte. Der wird nicht immer gleich diagnostiziert. Das ist so ein bisschen eine heimtückische Geschichte. Das hat man nicht oft gleich auch als Schmerz dann in der Hüfte oder in der Leiste, sondern es strahlt so ein bisschen auf den Oberschenkel aus, und da braucht man dann sehr, sehr, sehr lange, bis man das diagnostiziert hat. Und hat bei mir dann auch in der OP und der Reha sehr, sehr lange gedauert. Also deutlich länger, als die Prognose der Ärzte war. Aber es hat deutlich länger gedauert, als ich es mir irgendwo zugestanden hatte. Und letztendlich war es dann auch im mentalen Bereich ein Auslöser zu sagen, bis hierhin war es gut und halt es schön in Erinnerung.
Ich hätte das auch nie für möglich gehalten, dass wenn man als Leistungssportler dann irgendwann eben nicht mehr Leistungssportler ist, sondern normaler Mensch, dass zum einen noch viel so vom Ehrgeiz und von der Denke da bleibt. Also wenn ich Fahrrad fahre, habe ich dann immer doch irgendwie das Ziel, einen Ticken schneller zu fahren, um irgendwo anzukommen. Das kann man zwar jetzt toll finden, aber es ist dann oftmals auch ein bisschen ein Hindernis, weil Fahrradfahren per se in der Stadt einfach ja auch Spaß machen kann. Oder mal schwimmen gehen, laufen gehen. Ich wollte unbedingt mal einen Marathon laufen, hatte keine gute Vorbereitung und habe letztendlich über 6 Stunden gelaufen, beziehungsweise bin 6 Stunden gegangen. Also Dinge, die in der Welt des Sports vorkommen, die versuche ich irgendwo zu genießen, auch ein bisschen nachzuholen, mit Kumpels mal eine Runde Fußball zu spielen. Einfach das, wie ich Sport auffasse, aber nie irgendwie per Zwang, sondern immer, wenn es kommt. Ich aber auch weiß, dass es mir brutal gut tut, wenn ich es dann tue. Also Psoriasis oder Schuppenflechte, quasi die Erkrankung oder Autoimmunerkrankung, die ich seit 16 Jahren habe, begleitet mich jetzt als Mensch, aber eben hat es mich auch eben als Sportler immer begleitet. Ist jetzt eine Krankheit, die man heutzutage sehr, sehr gut in den Griff bekommen kann, die aber als Autoimmunkrankheit bisher nicht heilbar ist. Also bei mir zeigt sie sich halt hier immer mal wieder auch in Form von sogenannten Plaques, die sich bilden können, also eine leicht gerötete, schuppige Haut. Und das letztendlich natürlich mit 16 Jahren, 15 Jahren ausgebrochen in der Pubertät, damals natürlich ein Riesenproblem war, kann sich jeder vorstellen, genauso wie die ersten Pickel, die man kriegt, die dann nicht schön sind, die so ein bisschen vom Idealbild abweichen, musste ich natürlich als Beachvolleyballer, weil ich es auch am Oberkörper teils habe, dann ja irgendwann auch lernen, damit umzugehen, weil als Beachvolleyballer man nicht viel Arbeitskleidung hat und oftmals auch oberkörperfrei trainiert und dann natürlich schon öfters Fragen kamen, als wenn ich jetzt langärmlich durch die Welt gelaufen wäre. Und letztendlich habe ich mich aber irgendwann dazu entschlossen, das auch als Person des öffentlichen Lebens irgendwann zu sagen, komm, ich mach das in dem Sinne öffentlich, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich irgendwo A, engagiert und B, diese Krankheit halt wirklich gut therapierbar ist. Also man kann verdammt viel machen und das habe ich jetzt auch gelernt über die Jahre. Wenn ich überlege, was mit 15, 16 Jahren mir Dermatologen dazu gesagt haben, erst einmal das Krankheitsbild einzuordnen. Also es galt am Anfang auch, dass ich Neurodermitiker sei, aber es ist ganz klar eine mittelschwere Psoriasis, die ich habe, wo es aber mittlerweile echt gute Therapieformen, Cremes oder auch andere Varianten gibt, um das gut in den Griff zu kriegen. Ja, also ich hatte es tatsächlich in der Pubertät sehr, sehr ausgeprägt. War bei mir, dass diese Haut natürlich sehr, sehr trocken und schuppig ist. Wenn man es am Oberkörper hat und natürlich als Beachvolleyballer sich viel aufdehnen muss, viel strecken muss, schon häufiger, dass die Haut dann so trocken war, dass sie auch mal eingerissen ist. Das war jetzt nicht in dem Sinne schmerzhaft, sondern eher im mentalen Bereich für mich halt, dass ich mich natürlich entstellt fühlte, dass ich mich nicht so getraut habe, mich zu zeigen. Ich letztendlich vom Charakter aber ein sehr extrovertierter Typ war. Also ich wäre natürlich gerne auch wie Fußballer, wenn sie ein Tor schießen, mal mit Trikot ausziehen etc. Und da war ich schon ein bisschen gefangen, weil es zum einen konnte ich es nicht, aber irgendwo war der erste Impuls, dann bei großen Siegen das vielleicht doch mal zu machen oder mit den Mannschaftskameraden duschen zu gehen, beim Vereinswechsel die ersten Blicke, was hast du denn da? Das habe ich natürlich erlebt, auch diese Stigmatisierung, die dann schon auch unter Männern teilweise heftig sein kann. Also ich habe jetzt selber die Erfahrung gemacht, dass mir das unfassbar gut getan hat, offen mit der Krankheit umzugehen, mich nicht zurückzuziehen. Ich gehe jetzt auch nicht raus und sage, schaut mir bitte alle mal auf meine Haut, ich bin Psoriatiker oder Schuppenflechtepatient. Aber ich glaube, dass das Verstecken jetzt für mich nicht der richtige Ansatz ist. Vor allem ist es wichtig, und das ist eigentlich der Rat, wirklich häufig zum Arzt zu gehen. Da auf der Ebene passiert unfassbar viel. Wenn ich überlege, was als ich 16 war, so
kurz vor dem 2000er Jahreswechsel, was für Therapieformen damals kursierten oder für Ammenmärchen auch im Rahmen der Krankheit und heutzutage, was für Therapieformen möglich sind, dann sind das Lichtjahre der Entwicklung und auch der Forschung und man ist mit der Krankheit nicht alleine. Es haben Millionen Menschen in Deutschland, leider. Und nebenher gibt es ja noch weitere Hauterkrankungen. Das heißt, ich finde, das ist immer ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass man nicht der einzige Mensch ist, der so aussieht und dass es Hilfe gibt, dass es Ärzte gibt, die da helfen können. Zum einen ist es natürlich ein grandioses Gefühl, die Familie irgendwo dann wachsen zu sehen und die Momente zu Hause. Letztendlich war es jetzt im Rahmen der Schuppenflechte für mich schon immer so ein Thema, dass ich auch geguckt habe, oh, hoffentlich kriegen das die Kinder nicht. Bei uns in der Familie, es gibt natürlich so eine erbliche Thematik in der Krankheit. Bei uns in der Familie hat es mein Onkel oder mein Patenonkel, mein Vater hat es nicht, Gott sei Dank. War dann tatsächlich so, dass ich im Kreißsaal gleich geschaut habe, ob die nicht doch irgendwie auch was haben. Es kann natürlich irgendwo noch passieren. Aber insgesamt ist das Leben schon stressiger geworden. Schlaf war mir immer verdammt wichtig, ist auch für die Krankheit wichtig, dass man gut regeneriert, weil einfach der Stoffwechsel ein anderer ist und die entzündlichen Prozesse durch die Krankheit, durch die Autoimmunkrankheit eben hochgetrieben sind. Aber ich möchte das nicht missen. Also Kinder zu Hause zu haben, ist ein Segen, auch wenn ich ab und zu nach ein bisschen mehr Ruhe darbe, sagen wir mal so. So ein Leistungssportlerleben ist extrem egoistisch, wenn man es eben dann durchzieht. Und man muss es dann oftmals auch so durchziehen. Ich glaube, ich war 12, 14 Mal an der Copacabana, habe da meine Trainingslager absolviert, habe ganz, ganz viele Länder dieser Welt gesehen. Aber es bleiben dann doch ein paar Dinge auf der Strecke. Also eine Familie aufzubauen, auf runde Geburtstage zu gehen, auch im Sozialen irgendwo für andere Menschen da sein zu können und da zu sein, wenn das Kind mit 40 Fieber eben im Bett liegt. Von daher habe ich mich auch beruflich nach anderen Tätigkeitsfeldern gesehnt. Und ich habe begonnen, mein Studium Sport-Business Management zu absolvieren, weil ich eigentlich in die Vermarktungsrichtung gehen wollte. Und bin dann durch den ganzen Medienhype eigentlich so ein bisschen in der TV-Produktion gelandet. Hatte da eigentlich einen tollen Einstieg auf unserer internationalen Beachvolleyball-Serie da, das Live-TV mit aufzubauen und mein Know-how jetzt vom Feld hinter die Kamera zu tragen. Und das mache ich auch weiterhin, auch so einen journalistischen Ansatz reinzubringen. Tokio jetzt im Blick, die Olympischen Spiele, also quasi das, wofür man immer alles gegeben hat, jetzt aus einer ganz anderen Sicht das mal zu sehen, das ist schon auch ein Privileg, was ich sehr gern wahrnehme und wo ich mich gern noch weiter engagieren möchte, weil das mir liegt und das mir sehr, sehr viel Spaß macht.